Hallo und herzlich willkommen. So, ich habe jetzt die Materialien zusammen für meinen Sattel. Und einen Triceratops habe ich. Konnte ich jetzt auch zähmen. Level 8 zwar, aber gut, besser als nichts. Ich werde euch den gleich mal zeigen. Habe ich zum ersten Mal die Betäubungspfeile eingesetzt. Ah, ich habe doch ein Level ab. Kommt der Nebel dazu. Hier hinter dem Stein. Also ich war oben hier auf dem Stein. Gut, ich kann gerade nicht springen, aber ich war hier oben auf dem Stein und habe den unten auf den Triceratops geschossen. So, der futtert hier. Das sind die Bären. Nur so viel Fleisch hier. Ich gerade mal überlegen, ich bräuchte eigentlich noch Narcotics. Ich muss noch mehr Narcotics farmen. Das ist gerade so mein Manko. Okay, gut, dann. Ja, mit dem Trike wird das easy. Narcotics zu farmen, das wird easy. Wenn wir mal gucken, da war ja von Raptor hier. Was ist denn hier noch so schwer? Ist das der Sattel? Gewicht 130, Ausdauer, Gesundheit. Zack. Gucken wir mal, ob wir was Neues können. Trophäensockel, Stolperdraht, Holzgehweg, Räucherkammer. Das ist mit 25, okay. Wandhalter, Fensterrahmen, Steinfundament, Steindecke. Okay, Lupe, Bücherregal, Steininventar, okay, gut. Ja, ich wollte gucken, warum ich so schwer bin, genau. Das nur an dem Sattel liegt, das sind eigentlich nur 20. Wie viel habe ich denn? 110. Irgendwas muss hier richtig schwer sein. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Oh, ich habe viel Fleisch. Ich habe viel Fleisch. Jetzt mit den Dinos. Stopfe ich den nochmal voll. Narcotics brauche ich leider selber. Das lassen wir nochmal fallen. Steine brauchen wir auch nicht. Ja, Gammelfleisch. 14 Minuten verdippt das. Da brauche ich Narcotics, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, ich muss mehr Narcotics fahren. Narkotikbären. Ich lasse ihn mal allein, ich hoffe, es passiert nichts. Fasern, Fasern, Fasern.
bist überladen. Da werde ich noch gleich mal den Sattel abgeben, weil 20 Kilo ist schon heavy. Steine weg. Aber ihr werdet dann gleich die Unterschiede sehen, wenn ich einen Triceratops habe. Ah, Level 8 ist natürlich ziemlich low. Okay, ich bin wieder überladen. Blöd an diesen Bären. Brauche eigentlich nur die Narkobären und die sind ziemlich selten. Und man braucht so für viele Sachen. Das abbrechen. Fallen lassen. Fallen lassen. Okay. Oh, schon wieder überladen, er ist. Nur Steine gekriegt hier. So. Jetzt gehen wir erstmal den Sattel ab. Ich glaube, sonst hat's nicht viel Sinn hier zu laufen. Lauf. Okay, das war schlecht. Da war noch ein bisschen. So. Ich hoffe, der klaut nicht meinen Sattel. Das dürfte er ja eigentlich nicht. Da öffnen. Ich mache aber vorsichtshalber die Tür zu. Okay. Wobei. Ist noch mal eins. Dann weg und Tür zu. So, jetzt laufen wir schnell zurück. Okay. Darf hier nicht so viel springen, sonst bleibt man irgendwo hängen. Okay, ab geht's, ab geht's, ab geht's, ab geht's. So, jetzt muss ich Pause gleich machen, wegen Ausdauer. Was ist denn noch hinter mir her? Da hinten liegt der Triceratops. Ich komme, ich komme.
Na, fast die Hälfte. Dauert ja mal ein bisschen länger bei denen. Die gerade gefuttert. Habe ich Hunger eigentlich? Ne, ist voll okay. Dann hole ich noch ein paar Beeren. Oh, schön viele Nachbeeren. 8 Stück, nice. Ist ja echt nice. Ja. Mal gucken, wie lange der lebt. Paar Beeren rein hier. Wir brauchen sie ja eh nicht fallen lassen. Die benutzen wir. Die geben wir ihnen noch. Elf Minuten. Okay. Das ist ein 5, das ist ein 6 und das ist gleich. Okay, dann sind die ersten schon fertig. Holz. Ja, kann ich auch fallen lassen, braucht kein Mensch. Das kann ich schon mal erzwingen machen. Ja, und dann Narkobären weitersammeln. Fast die Hälfte, okay. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Also Narkobären auf jeden Fall farmen wird das nächste sein. Triceratops, ja. Ja, es ist halt schwierig. Also Level 8 und dann kriegt er, glaube ich, noch 3 Level dazu. Mal gucken, ob wenn es da bleibt, vielleicht sind es auch nur 2 oder 1 Level. Dann muss ich mal gucken, ob ich denn da oben. Ja, weil da waren schon viele diese Kompis, diese kleinen. Bin ich ja noch am Überlegen, weil wenn Triceratops stirbt, ist schon ärgerlich, weil es echt lange dauert, die zu zähmen und echt viele Beeren bzw. Narkobären oder Narcotics. Aber was natürlich jetzt noch ärgerlicher ist, wäre wegen dem Sattel. Aber mal gucken, vielleicht steigt er auch schnell ein Level. Was war das denn für ein Fisch? Okay. So. Stopfen wir ihn nochmal mit Bären voll. Dann werden wir uns mal mit dem Narkotik nochmal auf den Weg machen. Viele Fasern. Okay, gucken fast die Hälfte, 3 Level kriegt er dazu. Effektivität 80%. Okay.
Fallen lassen. Das kriegt er alles. Die kleinen Samen esse ich. 44, jo. Und in 8 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten, 7 Minuten. Ja. Okay, würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal auf den Weg. 180 hat er noch. Muss ich gleich mal die nächsten herstellen und dann. Okay, dann run. Zurück zur Hütte. Dilo. Ich muss immer aufpassen, nicht, dass es ein Raptor ist. Aber die machen andere Geräusche. Schildkröte. Was schwimmt da hinten auch eine Schildkröte? Okay, Pause. Ach, die 9 und die. Null habe ich vergessen. Ja, noch zu dem, okay, aber nicht wild. Nicht wild. Dass ich so einen nicht zähmen kann, ey. Parasaurus. Wild sind einfach zu schnell. Die sind zu schnell. Da muss ich, glaube ich, auch auf ein Tier drauf sein. Inventar öffnen. Da haben wir noch ein paar Beeren, hier haben wir noch ein bisschen Fleisch, Medikamente und Narkosemittel. 5 Stück. Die Speere sind halt schwer. 24 Kilo, 8 Stück. Und 8. Ach so. Ich habe hier auch noch mal welche. Das heißt, ich habe 54 Kilogramm nur wegen den Speeren. Okay. 16 Sekunden, das warten wir noch. Ach so, ja gut, dann habe ich erstmal genug Speere. Das ist das, was so schwer ist, warum ich 83 Kilogramm habe, also Gewicht. Geschwindigkeit, Benommenheit, Resistenz. Okay. Alles klar. 27 Sekunden. Die warte ich, glaube ich, noch mal kurz, weil die das. Ja, die paar Sekunden warte ich noch. Dann gehe ich, glaube ich, nochmal auf Gesundheit als nächstes. Komm. Da ist es. Bum, bum, bum. Okay, 7. Tür auf. Muss ich mir mal angewöhnen, Tür auf und Tür zu machen, damit die auch gleich richtig rum sind. So, und jetzt run, boy, run. Ah, ich werde erstmal die 8 verbrauchen. Was ja schon weniger sind, dass die erstmal weg sind. Also wenn ich jetzt erstmal die 10 nehme, dann habe ich die auch auf 8, dann habe ich 2x 8 und das ist ja. Platzverschwendung, denn lieber ein Stack leer machen. Dann neu anfangen. Ah, wird schon wieder dunkel. Wird schon wieder dunkel.
Scheiße. Okay, bewusstlos. So, noch mal ein bisschen was reindonnern in den guten Boy. 70 hat er noch. Erstmal 4 und dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wir wollen noch nicht zu viel reinhauen. So, und dann. Ups. Narkotics. Narkotikbären, Narkotikbären. Narkobären. Oh, mach richtig bleiben. Weiter Narkobären. Fasern ohne Ende. Schade, dass man nicht so einstellen kann bei den Früchten, welche man haben will und welche nicht. Dass man immer so viel wegschmeißen muss. Okay, was macht der Para da? So, Boy, wie sieht's denn aus? Bewusstlos, passt die Hälfte. Was sag ich da nochmal? Ich glaube, einen hau ich nochmal rein. Dann gucke ich nochmal, was wir hier haben. Wir futtern das, wir lassen das fallen. Wir lassen das fallen. Das benutzen wir. Die Bären kriegt der Kleine hier. Wie sieht es denn aus? Verderben 5 Minuten. 5 Minuten. Okay. Das dauert noch. Hier kriegen wir nur ein Fleisch. Da lohnt es sich noch nicht zurückzulaufen. 180 ist er jetzt. Ich glaube, er hat auch gerade gegessen. Futter öffnen. Benommenheit geht logischerweise zurück. Nahrung geht runter. Gesundheit 259. Vielleicht mache ich es ja auch falsch. Soll ich ihm das vielleicht auch mal benutzen? Es wird Licht. Aber dann weiter Narkobären. Oh ne, da darf ich nicht zu sehr in den Wald reingehen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich schmeiße die 10 Speere mal weg. Ist zwar schade. Aber ich kann die überhaupt nicht gebrauchen. Viel zu viele fallen lassen. Sonst bin ich immer so schnell wieder voll.
Ist da hinten ein Raptor? Raptor? Sofern das. Das ist ein Raptor da hinten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist ein Raptor, der da lang läuft. Okay. Ah, der wäre natürlich nice. Der wäre natürlich richtig nice. Schnell der ist. Oh Gott, ey, der wäre richtig nice. Ja, ist nur halt das Problem. Ah, ich will den Triceratops einfach nicht verlieren, das wäre schade. Ich würde den gerne erstmal noch leveln, bevor ich da irgendwelche Aktionen mache. Aber egal, wo ich hingehe, es werden mich Dinosaurier angreifen. Sei nicht, ich bleib hier in der Bucht. Da bin ich relativ safe. Aber ich will da nicht die ganze Zeit in der Bucht nur rumhängen. So, bewusstlos. Für Fleisch zurücklaufen lohnt sich noch nicht. Nicht bei allen. Ah, gerade wieder gegessen. Soll ich Narko vorsichtig aber nochmal reinhauen? Ich glaube ja. Ich hau nochmal. Ich kann ja eigentlich drei reinhauen, was soll's. Dann wird es definitiv reichen. Dann lieber nicht hin. Ach, dieser Raptor, den hätte ich schon gerne. Sattel kann ich ja herstellen, den konnte ich vor dem Triceratops, aber. War ich hier gerade? Ich hab schon Hallus. Nee, Gott sei Dank. So, mein Dicker, wie sieht's aus? Okay, laufe ich glaube ich nochmal rüber. Und dann müsste er fertig sein, denke ich mal. Okay, dann go. Hoffentlich kommt der Raptor nicht rüber. Von den Piranhas stirbt. Da drüben ist er. Oh oh. Ist mal ein schönes Gehege. Danke. So, Narkotics wieder rein. Upp. Verderben in einer Minute, okay.
7 Minuten, 2 Minuten, 7 Minuten, okay. Dann werden wir die auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht können wir die so dann nochmal reindonnern. So. Und tschüss. So, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. So, ich bin zurückgelaufen. Aber er ist trotzdem noch nicht fertig, okay. Er ist noch nicht fertig, aber das warten wir mal kurz nochmal. Braucht er nochmal ein paar? Bis 30, wir brauchen ja mal 5 für die Narkosemittel. Okay. Dann müsste es aber jetzt gleich soweit sein. 2 Level kriegt er dazu, also Stufe 10. Hier werden wir mal gucken, ob wir da was kriegen. Nichts gibt's hier. Schade. Na ja, komm, friss Dicky. Ach, wir können mal ein bisschen futtern. Aber bewusstlos ist viel zu viel. Bewusstlos ist viel zu viel. Okay, dann werde ich mal noch ein bisschen sammeln, 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 sammeln. Hier vielleicht nicht, hier sind so viele Steine. Okay, frisst nochmal. Die Beeren geben wir ihm alle, wir brauchen sie nicht. Wir haben noch Fleisch. So, jetzt die letzten Züge. Ja, ich sehe die letzten Züge. Und es wird wieder hell. Dann werden wir uns gleich mal auf den Sattel schwingen. Angie 3 wird gleich wieder sein. Oh, Moment mal. Ist vielleicht männlich? Das männliche ist aber natürlich ein Problem. Okay, ist männlich. Ja.
Wie nennen wir ihn denn mal? Name ändern. Ah, nennen wir mal Robert, ne? Robert. Ja. Robert und Robert ist Befehl folgen, deaktivieren. Passiv. Ein Ziel angreifen. Okay. Meine Fackel ist kaputt. Es leckt gerade übelst. Das gefällt mir nicht so. Meine Fackel, meine Fackel, meine Fackel. Was brauche ich zum Operieren? Holz, Feuerstein. Und Holz. Können wir auch so machen. Hat der nicht schon Level up? Okay. Okay, Robert, dann lauf mal. Schätze. Triceratops. War irgendwie früher immer mein Lieblingstier bei den Dinosauriern. Ich fand den immer cool. War ein Fleischfresser. War ein Pflanzenfresser und sah eigentlich immer ganz cool aus mit seinen drei Hörnern. Konnte sich auch gut verteidigen. Schildkröte. Das ist ein Dilo. Okay. Will ich nicht unbedingt kämpfen. So, und dann stelle ich den jetzt hier ab. Den Sattel mache ich noch drauf und dann werde ich ihn in den Stall packen. Flupp. Nice, nice, nice. Was ist noch was hier? Das könnte ich noch reinpacken. Sonst irgendwie so nichts. Ich freue mich so, ey. So geil, ein Sattel und ein Triceratops. So, okay. Komm ran. Robert. E. Ausrüsten. Flup. Schließen. Geil. Ich überlege gerade, wie er kämpft. Ja, reiten ist ja gut, aber wie ist denn die Steuerung da? Gesten, Stammchat, Körper umziehen, damit leeren Hersteller aus rechts, rückwärts, okay. Naja, muss ich mal ausprobieren. Ich hätte auch gedacht, mit E fahren man jetzt. Steige ich hier ab.
dich das an. Guck dich das an, wie viele Beeren das gibt. Er ist natürlich ziemlich langsam. Guckt euch die Beeren an. Alter. Wahnsinn. Option. Nein, okay. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Ich werde ihn jetzt noch kurz parken bei mir hier. Und erstmal die ganzen Beeren hier loswerden. Obwohl die sind. Ach, die sind alle in dem Dinosaurier drin. Okay. Ich habe schon gewundert, ich habe da viel mehr gefarmt, aber die sind im Dinosaurier drin. Vielleicht ist er darum auch so schwer. Muss ich vielleicht. Gucke ich eben gerade nochmal rein. So viel Zeit muss sein. Angie, sage ich schon. Robert. Das ist doch der Robert. Inventar ändern. Was hat er denn? Gewicht 202. Boah, guckt euch das an, wie viel da drin ist. Alter. Die Narkobären nehmen wir. Alter. Wir haben jetzt so viel Narkobären. Geil. Also, das Farmen wird jetzt kein Problem mehr sein. Ich hoffe halt, dass er lange lebt. Denn werden wir wahrscheinlich Bewegungsgeschwindigkeit und Gewicht gehen. Ja, Gesundheit eigentlich auch ganz gut. Hm. Müssen wir mal gucken. Mein Ziel greift an. Ist er noch auf Folgen? Ja, ist er noch. Okay. Dann komm mal her, dann parke ich dich mal. Oh, was ist denn hier? Kann ich das öffnen? Leder. Cool, wir haben ein Set gekriegt. Sehr geil. Ja, wenn es läuft, dann läuft, sage ich immer, ne? Geil, Lovitschki. Habe ich noch ein komplettes Lederset gekriegt. Kann ich den Beine. Okay, dann ziehe ich jetzt die Sachen hier an, park den Dino da, werde noch ein bisschen Narcotics hier machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like da und ein Kommi. Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, gerne ein Abo. Und ja, ansonsten war es das eigentlich. Wie gesagt, es macht mega viel Fun. Wäre natürlich auch toll, wenn sich jemand anschließen würde, beziehungsweise. Ja, könnte man auch auf dem PvP-Server vielleicht anfangen. Das ist wahrscheinlich so zum Kämpfen noch ein bisschen interessanter. Ich habe erstmal PvE gemacht, wo man sich, also andere Spieler, nicht angreifen kann. Weil, wenn man noch Einsteiger ist und man kommt gleich auf den PvP-Server, kann es natürlich passieren, du spawnst irgendwo und dann stürzen sich gleich die Leute auf dich. Und du hast noch keine Ahnung und kannst dich nicht wehren. Aber das wäre vielleicht so das nächste Projekt. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.